So, da bin ich wieder mit dem Ton zum Thema, wie angesprochen, der Covered Call Strategien. Das heißt, wir werden hier zu Beginn einmal einen Scan durchführen. Was sind denn die geeigneten Aktien für so eine Strategie? Dann schauen wir uns, wie angesprochen, das Ganze auf dem United States Ölfund an und werden hier einzelne Beispiele auch aus der Vergangenheit einmal hernehmen. Fangen wir zuerst an mit den Kriterien. Welche Aktien sind denn prinzipiell geeignet, um die Covered Call Strategie durchzuführen? Das sind einmal ETFs auf sogenannten Rohstoffen, weil wir bei den Rohstofftiteln einfach wissen, dass die jetzt keine Quartalszahlen haben, dass es nicht die Gefahr gibt, dass wir da mal 20, 30% über Nacht einen Einbruch haben. Da wird immer ein reeller Wert vorhanden sein. Deswegen kann man die natürlich am besten nutzen, wenn es eine dementsprechende Prämie gibt. Das muss man immer in Bezug auf die jeweilige Aktie, auf das jeweilige Underlying sehen, also auf den Wert. Das muss man sich dementsprechend prozentual im Vergleich anschauen. Das heißt, da kann man eine gewisse Auswahl von Werten wöchentlich oder alle 14 Tage handeln. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon einige dieser Titel Ihnen genannt. Prädestiniert dafür ist SLV. Der Silver Trust, United States Oil Fund, das Symbol USO und der Natural Gas Fund UNG, das sind so mal drei zu nennen, die wirklich hier ja so die besten Titel darstellen, wo man das momentan anwenden kann. Und natürlich gibt es auch einzelne Aktien, wenn Sie sich mal zurückerinnern, wir haben, kann diese Werte ja mal noch kurz aufrufen, Ihnen diese Woche auch das ein oder andere Setup vorgestellt. Zum Beispiel auf Cliff Natural Resources, CLF. Das ist auch ein Wert, wo wir das schon einige oder andere Mal durchgeführt haben, schon einige Prämien hier generiert haben. NQ, das aktuellste Beispiel. Da haben wir natürlich auch einen super Verlauf aktuell, wo das gerade ja, optimal vom Verlauf ist, um so etwas durchzuführen. Aber auch ein Wert, der schon länger im Depot ist. Mittlerweile glaube ich jetzt über 2 Monate, EXEL. Aber auch Werte, die wir in der letzten Zeit schon geschlossen haben, wo wir kleine Prämieneinnahmen generiert haben, American Steel Holding, MNKD, die jetzt sogar noch weiter ausgebrochen ist. Und das sind alles Titel, die eins gemeinsam haben, die liegen in einer gewissen Price Range. Das heißt, hier sind alle sogar zwischen, ja, kann man sagen, 4 Dollar und 6 Dollar gelegen. Das heißt, das ist das eine Kriterium, was natürlich wichtig ist. Man kann das rein theoretisch auch auf Werten machen, die natürlich dementsprechend höherpreisig liegen. Da muss man immer berücksichtigen, dass sie natürlich ein viel größeres Investment haben, weil sie ja auch die Aktie dementsprechend kaufen müssen. Von daher sind diese Werte natürlich besser dazu geeignet und viel wichtiger ist hier das Thema implizierte Volatilität. Wenn wir mal kurz bei MNKD bleiben, hat momentan eine implizierte Volatilität, sehen Sie hier, von über 100%, 1,11. Und das ist ja immer so ein Kriterium, wo wir sagen, wenn die implizierte Volatilität zu hoch ist, ja, dann ist es schwierig einzusteigen bei normalen Long Call oder Put Optionen, weil wir einfach schon eine sehr hohe Prämie zahlen, dadurch, dass hohe Bewegungen mit im Preis inkludiert sind. Und das nutzen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite für uns, wenn man über die Covered Call Strategie spricht. Weil hier ist es genau der umgekehrte Weg. Hier haben wir die Aktie. Die Aktie kostet immer gleich, egal wie hoch wir eine implizierte Volatilität haben. Aber die Optionen sind natürlich dementsprechend teuer und wir verkaufen ja die Optionen. Das heißt, wir sind auf der Seite der Verkäufer, wir schreiben den Call, wie man so schön sagt, und da ist es ja Ziel, möglichst eine hohe Prämieneinnahme zu generieren. Uns geht es hier gar nicht in erster Linie darum, jetzt eine Riesenbewegung mit der Aktie zu mitzunehmen, weil wir wirklich versuchen, die Prämien möglichst hoch zu generieren und am höchsten sind die Prämieneinnahmen, wenn man direkt am Geld, also direkt am aktuellen Kurs Optionen verkauft. Würde jetzt bei MNKD wenn man hier mal ein praktisches Beispiel nimmt, 5,50 Dollar bedeuten oder auch 6 Dollar liegt ja so ziemlich genau in der Mitte.
Aber das wären jetzt die Optionen, wo sie natürlich die höchsten Prämieneinnahmen generieren. Und da ist es dann auch schlussendlich egal, ob die auf 6,50 oder 7 steigt, wenn man mit Aktien Gewinne produzieren will und nicht so hohe Prämieneinnahmen möchte, dann kann man natürlich auch weiter entfernte Streikpreise wählen. Aber mir geht es hier in erster Linie wirklich nur darum, Ihnen das mal so darzustellen, wie können Sie hier schlussendlich die höchsten Prämieneinnahmen generieren und mit welchen Aktien ist das am besten durchführbar. Dazu ein einfacher Scan. Ich habe die drei Kriterien genannt. Ein viertes Kriterium ist natürlich eins. Wir brauchen hier dementsprechend auch ein hohes Volumen, was die Optionen anbelangt. Also es sollte schon irgendwo im vierstelligen Bereich liegen. Und dann gehen wir wie folgt vor. Insert Scan. Nennen das Ganze jetzt mal Covered Call. Welchen wir hier auf den Aktien durchführen, also All Stocks. Dann Next. Nehmen als Preiskriterium erstmal Last. Ja, 3 Dollar können Sie auch etwas weiter wählen, die Grenzen. Das ist jetzt, da kommt es auf den Dollar natürlich nicht an, hängt auch im Endeffekt davon ab, wie groß Ihr Konto ist, welche Kaufkraft Sie haben, was Sie investieren wollen. Können jetzt mal 3 bis 10 durchführen. Also das sind Grenzen frei wählbar in dem Fall. Und jetzt gehen wir schon in die Options Related Data rein. Das heißt, wir brauchen jetzt eine hohe implizierte Volatilität. Da haben wir extra nochmal eine Rubrik. Implied Vola von Today. Weil wir sind im Handel. Wenn Sie es außerhalb des Handels durchführen, dann schauen Sie immer, dass Sie den vom Vortag nehmen. Und jetzt sagen wir hier einfach mal größer als 0,5. Das sind auch Werte, wenn man jetzt sehr viele Titel hier rausbekommt, dann gehen wir natürlich hoch auf 0,6, 0,7. Das würde ich immer dann abhängig machen, wie viele Werte schlussendlich dann auch hier rauskommen. Und das letzte Kriterium, da wir ja über Call-Optionen sprechen, müssen wir auch sicherstellen, dass es ein hohes Volumen gibt. Da sagen wir jetzt Volumen. Das ist natürlich auch in den Option-Related Data drin, im Volumen Call. Ja, da haben wir immer nur den aktuellen Tag. Das ist natürlich etwas ungünstig, da wir heute noch nicht allzu viel im Handel haben. Da können wir es jetzt etwas kleiner generieren und sagen, einfach soll etwas über 100 Stück liegen. Ich kann das dann auch gerne nochmal später durchführen. Wenn etwas mehr Zeit im Handel vorbei ist, dann können wir diese Werte auch größer wählen. Aber klar, in der ersten Stunde haben wir natürlich tendenziell noch nicht das ganz große Volumen. Deswegen erstmal hier eine kleinere Zahl. Sonst kann man dann Minimum mal 1000 einstellen. Das denke ich macht hier in dem Fall Sinn. Und jetzt lassen wir das Ganze einfach mal laufen mit Run. Und da sehen wir schon, wir haben 24 Titel. Hoffe, das ist auch zu erkennen. Und wenn wir mal schauen, viele bekannte MNKD waren wir letzte Woche investiert. NQ waren wir oder besser sind wir noch investiert. Gut, RAD sind wir auf der Long-Seite investiert. Jetzt schaue ich gerade mal die implizierte Volatilität. Da müsste ich nochmal reinschauen. Die erscheint doch etwas groß oder ich muss die Werte hier anders wählen. Das ist wahrscheinlich schon in Prozent hier dargestellt. Dann nehme ich einfach mal 50, lass es noch einmal laufen.
Na, da haben wir jetzt 15 Werte, die noch übrig bleiben. Und wir sehen, MNKD, das ist jetzt schon in Prozenten ausgedrückt. Deswegen sehen Sie hier die Werte auch etwas höher. American Steel Holding ist mit drin. Peabody Energy hat eine hohe implizierte Volatilität. CLF. Also das sind einige Titel schon mit enthalten, die wir bereits im Depot haben oder auch in irgendeiner Form in den Beobachtungslisten. Und der Idealfall ist, wir können ja mal den einen oder anderen Wert uns anschauen. Fangen wir mit AG an. Wenn wir das hier soweit sehen, das ist der Titel AG. Der ist natürlich vom Preis passt das Optionsvolumen ist auch genügend da. Sie sehen die implizierte Volatilität nur knapp über 50%. Da könnte natürlich etwas mehr vorhanden sein. Das wäre so das erste Kriterium, wieso ich hier nicht einsteigen würde mit einem Covered Call. Und dann ist es natürlich ideal, so eine Phase hier zu bekommen, wo wir einen Trend haben oder auch so etwas. Also ideal ist ein beginnender Trend. Das können 2, 3 Tage sein. So eine Seitwärtsbewegung, wie wir hier seit 2 Wochen haben, bedeutet schlussendlich, dass wir geringe Prämien bekommen, und man sollte hier schon versuchen, die Werte herauszufinden, wo es auch auf kurzen Laufzeiten lukrativ ist, dementsprechend hier einen Einstieg durchzuführen. Und nur, dass Sie hier das Ganze auch dann in Zahlen einmal sehen, wähle ich einmal eine Option aus. Auf den Titel AG. Der hat zum Beispiel keine wöchentlichen, das würde jetzt auch ja noch gegen den Wert sprechen. Der hat jetzt nur die monatlichen, ist natürlich auch durchführbar, wenn Sie an den Wert EXEL denken. Da haben wir auch bloß die monatlichen, da haben wir es auch immer dann auf den nächsten Monat durchgeführt. Also das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Ist aber sicherlich immer attraktiver, wenn es zusätzlich wie bei CLF oder bei American Steel Holding oder bei MNKD auch die wöchentlichen gibt. Ja, und wenn wir hier einmal schauen, das ist jetzt der Call auf 5 Dollar. Da bekommen Sie jetzt aktuell noch 16 Cent. Das heißt, 16 Cent für 2 Wochen muss man im Verhältnis sehen zum Aktienpreis. Aktienpreis liegt ungefähr bei 5 Dollar, etwas darunter. Und ja gut, das sind für 2 Wochen in dem Fall auch 3%. Das ist sicherlich auch ein Wert, mit dem man hier leben kann. Aber wenn wir schon mal dabei sind, das Ganze an aktuellen Zahlen durchzugehen, dann nehmen wir doch den Wert, der schlussendlich ja zusammen mit ESI. ESI hat die höchste implizierte Volatilität, knapp bei 200% aktuell. Gehen wir doch einmal auf diesen Wert. Das sieht man natürlich auch. Das ist dann natürlich eine extreme Bewegung. Die hat sich ja fast in einem Tag hier verdoppelt. Das heißt, das ist jetzt mal das extreme Gegenbeispiel zu AG. Wir haben eine riesen implizierte Volatilität. Schauen uns auch hier die Optionen dazu an. Wir sind jetzt bei 4 Dollar, haben auch die gleiche Laufzeit. Und da sehen Sie, ist der aktuelle Preis jetzt bei 67 Cent. Das heißt, Sie bekommen, wenn Sie die Option jetzt verkaufen, den Call auf 4 Dollar, bekommen Sie für 2 Wochen 16% aufs eingesetzte Kapital. Und bedeutet, selbst wenn die jetzt noch weiter fällt, Sie sind bis 3 Dollar 40 eigentlich auf der sicheren Seite, weil das ist Ihre Prämieneinnahme, die Sie dann bekommen. Klar, was hier auch der Fall sein kann, dass es auch unter 3 Dollar fällt. Die ist natürlich aktuell mit Riesenschwankungen in den letzten 3, 4 Tagen aufgefallen. Heute beruhigt sich das Ganze wieder etwas. Da haben wir momentan kaum Bewegung. Das kann natürlich auch ein Ausschlusskriterium sein, wenn es zu groß ist. Also so etwas, auch der langfristige Trend ist natürlich hier stark nach unten gerichtet. Wäre mir vielleicht sogar in dem Fall schon etwas zu riskant.
Also wenn ein Wert sich schon verdoppelt hat, klar bekommt man in dem Fall die größte Prämie, aber da ist natürlich die Gefahr, dass es dann auch wieder stark gegen uns geht, höher als wenn wir jetzt so einen Wert hier wie MNKD nehmen. Das war der zweite Titel und da würde ich schon mitgehen. Der hat die wöchentlichen, da können wir auch reingehen und sagen, wir nehmen einfach mal die Option bis zur nächsten, oder nehmen wir es ja auch bis zum 20. Juni, da haben wir überall die 2 Wochen, der liegt bei 5,80. Da bekommen wir aktuell eine Prämie von 22 Cent. Das im Vergleich zu 5,80 gesetzt, sind knapp 4% Prämieneinnahmen auf das eingesetzte Kapital. Hier muss man fairer halber dazu sagen, bis 6 Dollar sind sogar noch 20 Cent. Also wenn er weiter steigt, müssen wir das im Endeffekt auch noch mit einkalkulieren. Da hätten wir dann in dem Fall sogar 42 Cent im Verhältnis zu 6. Das wären dann ungefähr 7%. Somit mit so etwas müsste man hier rechnen. 7% aufs eingesetzte Kapital auf eine Laufzeit von 2 Wochen. Also da kriegt man auch durch sogenannte Scans solche Titel raus. Wir werden mit Sicherheit, ja, ich will nicht sagen jede Woche, aber alle 2, 3 Wochen immer wieder solche Werte sehen. Haben wir einige auch in unserer Beobachtung, wo man immer wieder eine Position mit hinzunimmt. Und das würde ich auch schlussendlich davon abhängig machen, wenn jetzt hier eine Ausübung erfolgt. Also wenn wir bei dem Beispiel bei MNKD bleiben, wir würden jetzt genau diese Position eröffnen. Die ist am 19. Juni über 6 Dollar. Dann wird unsere Aktienposition automatisch zu 6 Dollar geschlossen. Dann kann man immer wieder hergehen und auch neue Positionen eröffnen. Deswegen versuche ich auch hier bei den Optionen, bei den Verkäufen, die Laufzeiten nicht allzu lang zu wählen, weil umso länger Sie wählen, umso höher ist zwar die Prämieneinnahmen, aber umso länger wird tendenziell auch Ihr Wert im Depot bleiben. Und hier geht es mir einfach darum, auch kurzfristig ein paar Prämieneinnahmen zu generieren und dann auch einen kurzfristigen Aufwärtstrend einfach zu nutzen, weil wenn wir sagen, wir wollen einen Anstieg haben, um so eine Position zu eröffnen, geht das vielleicht noch 2, 3 Tage weiter, hält sich vielleicht noch auf einem gewissen Niveau, je nachdem, wie stark es angestiegen ist, bevor dann auch die Korrektur kommt. Und deswegen sind mir hier die kurzfristigen Covered Call Strategien lieber, als dass ich schlussendlich dann sehr lange in so einem Wert gefangen bin. Ja, das ist mal allgemein zur Auswahl zu den Aktien insgesamt. Bei den Aktien ist immer eins, wirklich nur Covered Call, das heißt Aktie kaufen, eine höher liegende Call-Option verkaufen und ganz wichtig, die Positionsgröße nicht zu groß zu wählen. Und selbst wenn man einen Wert hat, wo man vielleicht längerfristig investiert bleiben möchte, bleiben wir gleich nochmal bei dem Beispiel MNKD. Sie können das natürlich dann auch immer wieder von der Strategie anpassen. Also wenn wir jetzt hergehen, Sie verkaufen hier den Call auf 6 Dollar bis zum 19. Jetzt fällt das nicht, oder jetzt steigt das nicht über 6 Dollar bis zum 19. Juni, sondern kommt extrem wieder zurück auf 4,50. Dann muss ich hergehen und meine Strategie ändern. Entweder schließt die Aktienposition, wenn ich einfach hier sage, es ist mir zu riskant, möchte die Aktienposition raushaben, dann wird man in dem Fall auf jeden Fall einen Verlust realisieren. Das ist keine Frage. Das ist wie bei einer ganz normalen Aktienposition. Aber auf der anderen Seite spricht da auch nichts dagegen, wenn Sie einen Wert haben, wo Sie vielleicht auch gewisse Recherchen durchgeführt haben, dass man dann einfach in der Situation hergeht, aus meinem kurzfristigen Investment wird das, sage ich mal, in die Ebene der längerfristigen Investments übertragen. Und dann nehme ich einfach eine Laufzeit bei MNKD jetzt als Beispiel, wenn Sie einen Einstieg um 5,80 haben, eine Laufzeit vielleicht bis August, bis September, verkaufe dann den Strike-Preis, der am Break-Even liegt oder wo ich halt hinkommen muss, dass ich Break-Even bin. Und da spielt dann wieder die Zeit für mich. Das kann durchaus dann auch in dieser Laufzeit wieder das dementsprechende Niveau erreichen. Und da müssen Sie auch nicht jeden Tag dann schauen, was macht die Aktie schlussendlich, sondern Sie haben dann einfach einen längeren Call, den Sie verkauft haben und müssen nicht auf den Moment warten, wo es wieder ein Stück ansteigt, um eine höhere Prämie zu generieren. Das sind dann, sage ich mal, so Reparaturmaßnahmen, die man ergreifen kann, wenn man die Position nicht schließen möchte und weiter im Depot belassen will. Also das ist auch eine Vorgehensweise, die dann
zu überlegen ist, wenn es ein Stück gefallen ist, ein Stück gegen mich gegangen ist, dann kann man natürlich dann auch von diesen kurzfristigen Prämieneinnahmen auf die längerfristigen umschwenken. Aber wie bereits erwähnt, Ziel ist es hier so in einem 1-2-Wochen-Rhythmus Prämieneinnahmen zu generieren und gerade solche Phasen, wie wir es letzte Woche ja schon gesehen haben, wobei wir vielleicht sogar noch einen Tick zu zeitig drin waren, zu nutzen, wo es in eine gewisse Richtung ansteigt. Und wir sehen, das ist natürlich keine Einbahnstraße. Irgendwann wird auch bei MNKD der die Trendwende kommen. Von daher ist es immer ganz gut, dass man die Laufzeiten nicht zu lang wählt. So, das mal zu den Aktien allgemein. Jetzt kommen wir noch zu den ETFs und zwar im Speziellen zum United States Ölfund. Erst einmal zum Chart. Mache ich das noch etwas größer. Gut, in der jetzigen Phase sieht es, wir haben uns etwas weiter von $20 entfernt, ist es sogar wieder tendenziell interessanter, den 1950er Straddle zu verkaufen. Das ist sogar jetzt die bessere Variante hier. Strategy Alert. So, wir haben aktuell einen Preis von $19,69. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Sie steigen zu 19,69 in die Aktie ein. Ist natürlich heute der Fall, wir sind über 2% im Minus. Das heißt, wir werden jetzt auf der Call-Seite keine hohen Prämieneinnahmen bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die 1969, 1970 nehmen und wir schauen mal immer auf die nächste Woche Freitag, also sprich auf den 12. Juni wäre das in dem Fall. Jetzt, wie sieht das Ganze aus, wenn man jetzt in Single Call nimmt? In dem Fall den nächst höher liegenden Strikepreis. Da sind wir bei 34 Cent. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt zu den 1969, ist das 1,7%, aber auf eine Laufzeit von einer Woche. Ich denke, das ist in dem Fall auch ein Wert, mit dem man hier durchaus leben kann. Aber was macht das Ganze jetzt so interessant, wenn man hier beide Seiten verkauft? Das heißt, Call und Put. Da haben wir natürlich jetzt durch diesen Abwärtstrend heute auf der Put-Seite ein viel höheres Premium. Ganz klar, das ist natürlich jetzt mit 63 Cent dementsprechend hoch. Das heißt, wir kriegen hier insgesamt, wenn wir Call und Put addieren, über einen Dollar. Und das hatte ich erwähnt. Somit ist man ein Dollar in beide Richtungen abgesichert. Sie kaufen die Aktie hier zu 1968, 67. Das heißt, selbst wenn das jetzt nächste Woche hier unter 18 oder unter 19 fällt, bis zu 18,68 sind Sie auf der sicheren Seite. Und nach oben gesehen, wenn Sie die Aktie dazu kaufen, haben Sie überhaupt kein Risiko. Und zwar erklärt sich das wie folgt. Wir haben eine Prämie von einem Dollar. Das heißt, die kriegen wir zum Ablauf der Option so oder so gut geschrieben, wenn wir jetzt nichts schließen. Das heißt, wir können für unsere Aktie ein Risiko eingehen, was einen Dollar nach unten anbelangt. Das heißt, das United States Oil Fund kann über einen Dollar fallen und erst dann kommen wir erst in die Verlustzone. Weil was passiert, wenn es jetzt als Beispiel, es geht jetzt auf $19,10 zum nächsten Freitag. Dann tritt Folgendes ein, es geht zu 19,10. Wir haben Short und Put, Call und Put, Entschuldigung, verkauft. Das bedeutet, wenn es unterhalb des Strikepreises des Puts liegt, kriegen wir hier eine Long-Ausführung. Dann haben wir halt die Aktien in dem Fall
zu 1950 nochmal zugekauft. Das stellt, wie gesagt, in der Situation dann auch kein Problem dar. Und wenn es über 1950 geht, dann wird automatisch zu 1950 die Aktienposition verkauft. Das heißt, da haben wir, wenn wir jetzt einen Einstieg bei 1970 haben, einen Verlust auf die Aktie vielleicht von 20 Cent, von 18 Cent aktuell. Aber Sie dürfen nicht vergessen, die Prämie von 1 Dollar, die bleibt uns nach wie vor erhalten. Und das Gleiche gilt jetzt, wenn Sie noch einmal die Aktien zu 1950 geliefert bekommen und der Kurs steht bei 1910, dann haben Sie zwar effektiv einen Verlust von 40 Cent auf der Aktie, einen offenen Verlust, aber Sie haben 1 Dollar Prämie eingenommen und Sie können die Aktienposition auch gleich wieder schließen. Ne? Dann haben Sie die 40 Cent realisiert. Ihre ursprüngliche Aktienposition bleibt bestehen. Dann können wir das Ganze wieder von neuem beginnen. Und es darf halt, wie gesagt, nur nicht weiter als 1 Dollar fallen, dann sind wir in der Verlustzone. Aber auch dann, wir wissen, das Ganze wird immer einen reellen Wert haben. Dann geht man nächste Woche wieder so vor, nimmt einen Straddle am Preis. Und wenn wir jetzt mal diese 1 Dollar, die wir aktuell hier bekommen, ins Verhältnis setzen zu diesen 19,66 Dollar sind wir aktuell, ist das eine Prämie von 5%. Das heißt, wir können 5% Schwankungen nach oben oder nach unten ohne Probleme aushalten. Und wenn man das mal hochrechnet, das ist jede Woche ungefähr 5%. Selbst wenn da im Jahr 2, 3 oder auch 10 Wochen sind, wo man hier in die Verlustzone kommt, das wird zum größten Teil, sage ich mal, statistisch gesehen zum Erfolg führen. Und diese 2, 3 Wochen, die Sie das dann im Verlust schließen, werden von den restlichen Wochen mehr als aufgefangen. Und auch hier kann man hergehen, immer wieder unter der Prämisse, dass die Position nicht zu groß gewählt ist. Selbst wenn das jetzt unter 19 Dollar fällt, Sie haben Short Call, Short Put. Prämieneinnahmen wollen Sie auf jeden Fall behalten. Sie kriegen vielleicht dazu noch die Aktien nochmal geliefert zu 1950. Dann haben Sie dann 200 Stück zu einem Einstiegspreis. Einmal jetzt von 1966, 67, die zweiten zu 1950. Und vielleicht liegt der Kurs dann nächste Woche bei 18,50. Dann kann man trotzdem hergehen und dann geht man auf die sichere Variante über. Dann lässt man den Short Put natürlich weg, nimmt nur noch Short Call Optionen, die man verkauft. Auch da wieder längere Laufzeiten und dann wartet man einfach ab, bis wieder ein Trend über den Strikepreis ist, wo dann die Option oder die Position geschlossen wird. Also da muss man immer unterscheiden, wenn es eine größere Bewegung gibt, entweder nimmt man das Minus in Kauf. Beim ETF würde ich das tendenziell nicht machen, wenn die Positionen nicht zu groß sind. Das kommt irgendwann wieder in ihre Richtung und dann das kann man einfach sagen, von dem kurzfristigen sage mal Tradingbuch, kommt das dann bei mir ins Anlagebuch. Das sind dann einfach längerfristige Positionen, die einfach im Minus sind und wo ich weiß, das kommt irgendwann wieder in die Gewinnzone. Da müssen Sie dann nur Geduld haben und da ist es halt ganz wichtig, dass nicht viel Kapital gebunden ist. Als wenn Sie da 70, 80% Ihres Depotwertes gebunden haben, dann ist es natürlich gefährlich, weil wenn das noch weiter fällt, wird Ihnen das wahrscheinlich irgendwann um die Ohren fliegen. Aber wenn Sie da 5, 10% Ihres Depotwerts investiert haben, ja, dann wie gesagt, geht man her, dann nimmt man statt 1, 2 Wochen Call-Optionen von der Laufzeit 2, 3 Monate, immer zu dem Preis, wo man wieder ins Geld kommt. Und Sie müssen ja immer von Ihrem Einstiegspreis, müssen Sie immer die Prämien auch abziehen, die Sie generiert haben. Dann kommen Sie natürlich auch schneller in den Bereich, wo Sie Break-Even sind. Und wir haben das jetzt einmal so für uns berechnet, dass wir sagen, wir teilen das Ganze auf. Wenn man 100% des Eigenkapitals hat, wo man jetzt nicht mal in die Margin geht, man hat 5 solche Anlageklassen, als Beispiel United States Öl Fund, den Silber Fund. Wir haben vielleicht dann noch ein weiteres Produkt, United States Gas Fund und auch diese Volatilität VXX. Dann teilt man das auf, dass man sagt, jeweils 20% auf jede Klasse, diese 20%, und dann teilt man dann nochmal in 2, 3 Blöcke, dass man auch wirklich ja, die Möglichkeit hat, wenn es mal zu einer Ausführung eines Short Puts kommt,
wo man nochmal Aktienpositionen hinzugeliefert bekommt, dass man das auch ohne Probleme aushält, also die Position dementsprechend in so einem Verlauf auch leicht vergrößern kann, dann ist das statistisch gesehen, selbst für den großen Drawdowns, die wir letztes Jahr hatten, die auch statistisch gesehen nur alle 5, 6 Jahre mal auftreten, selbst in so einem Bereich ohne Probleme möglich, insgesamt aufs Jahr trotzdem mit einem Plus rauszugehen. Und wenn man sich das vor Augen hält und wirklich einen klaren Fahrplan hat, was passiert in welchem Fall. Also wir können es hier in dem Fall nochmal ganz pragmatisch durchspielen. Und zwar, wir liegen jetzt bei 1970. Ich mache es jetzt mal im Einzelfall. Also ich glaube, ich habe sogar noch eine Aktienposition hier auf USO offen. Machen wir es aber mal, dass es einfacher wird. Die schließen wir mal. Wie gesagt, alles hier im simulierten Bereich. Da kann ich Ihnen das besser zeigen. Ganz einfach. Ich kaufe jetzt 100 Stück zu 1972. Und da die 1950 näher liegen, nehme ich die Optionen immer mit 6 Tage Laufzeit bis nächste Woche. 1950 ist jetzt näher an 1970 als 20, ist aber tendenziell beides möglich. Verkaufe Call und Put. Hier muss ich etwas länger warten, bis ich die Ausführung bekomme. Kommt da jetzt nicht auf den einen Cent drauf an. Also wir kommen für den Straddle. Ich habe jetzt hier 59 Cent. Wie gesagt, alles simuliert. 59 Cent und 38 Cent. Also etwas 97, 98, 99 Cent bekommen Sie als Prämie. Da haben wir unser 1 Dollar Puffer, wie erwähnt. Und jetzt gehen wir mal die drei Szenarien durch. Es gibt ja im Endeffekt nur drei Szenarien. Was kann bis nächste Woche passieren? Das erste Szenario, ich denke, das ist das einfachste. Es bleibt hier einfach zwischen unseren Grenzen. Da müssen wir auch nochmal diversifizieren. Sagen wir mal, es bleibt hier leicht unter 1950, da wir da gerade die Call- und Put-Option verkauft haben. Das heißt, die 1 Dollar wird uns bis nächsten Freitag gut geschrieben. Es kommt zu einer Ausführung. Wir werden dann nochmal 100 Stück Aktien geliefert bekommen zu 1950. Da können Sie hergehen. Die sichere Variante, Sie verkaufen gleich am Freitag zum Schlusskurs 100 Optionen, 100 Aktien zu 1950. Da haben Sie dann einen kleinen Verlust von vielleicht 10, 20 Cent und 80 Cent Differenz dann Gewinn, weil Sie kriegen ja die 1 Dollar Prämie. Also das kann man dann Freitag immer ganz geschickt steuern. Das Gleiche, wenn es hier leicht über dem Kurs ist von 1950, dann kommt der Call zur Ausübung. Das heißt, wir verkaufen unsere Aktienposition zu 1950, haben wir in dem Fall auch einen kleinen Verlust von 20 Cent, kriegen aber auch die 1 Dollar Prämie. Das heißt, wir haben dann in dem Fall auch keine Aktien mehr am Montag, haben die Differenz aus dem Aktientrade und der Prämie als Gewinn. Das wird sich in dem Fall, wenn wir nahe 1950 sind, irgendwo um 70, 80 Cent bewegen, sprich dann pro Option 70, 80 Dollar für eine Woche. Ich denke, das ist alles im Fall, also prinzipiell alles, was zwischen diesen zwei roten Linien liegt, ist der Fall, wo wir mit einem Gewinn rauskommen. Umso näher das Ganze an 1950 liegt, umso besser. Jetzt haben wir den anderen Fall, es explodiert förmlich nächste Woche. Wir sind bei 22 Dollar. Dann ist das auch kein Problem für uns, weil wir haben die Aktien. Das heißt, der Call wird sehr stark ins Minus laufen, da wir ihn ja verkauft haben und das Ganze hier nach oben ausbricht, stellt überhaupt kein Problem dar, weil dann passiert auch bloß Folgendes. Am Freitag wird der Call zu 1950 ausgeübt. Das heißt, wir würden dann Aktien Short zu 1950 erhalten, da wir aber den Gegenwert haben als Aktie. Wird die Aktienposition zu 1950 verkauft
Und wir erhalten schlussendlich dann auch die Prämie. Das heißt, das ist im Endeffekt identisch zu sehen mit dem Fall, wenn es halt hier zwischen diesen zwei roten Linien bleibt. Auch das wird ein Gewinn, solange man die Aktien als Gegenwert hat. Das Einzige, was wir schlussendlich managen müssen, ist eine größere Downside-Bewegung. Und zwar von größer spreche ich vielleicht von 17,50. Nehmen wir wirklich mal das Extrembeispiel jetzt auf 17,50. Das heißt, wir bekommen die Prämie von 1 Dollar, werden in diesem Fall dann bei 17,50 auf unsere Aktien gesehen, mit einem Minus von ja, über 1 Dollar pro Aktie. Und dann fängt es an, die Position zu managen, weil dann brauchen wir 1 Dollar, um wieder in den Gewinnbereich zu kommen. Das wollen wir natürlich nicht abwarten, bis die Aktie irgendwann hier wieder über diesen Bereich kommt, sondern das machen wir dann in der Woche darauf auch geschickt. Dann nehmen wir halt keinen Short Straddle mehr, sondern dann gehen wir her und sagen einfach, okay, jetzt müssen wir halt schauen, dass wir längerfristige Call-Optionen wählen. Wenn es vielleicht weiter auf diesem tiefen Niveau bleibt, dann statt einer Woche, 2, 3 Wochen. Und immer so, dass wir halt sagen, ab 18,70 sind wir ja wieder in der Gewinnzone. Dann nehmen wir halt Call-Optionen auf 19 Dollar. Die können dann schon in Juli reingehen. Und das können wir ja mal vergleichsweise überprüfen. Wir sind jetzt bei 19,70. Das heißt, es wäre wie wenn ich jetzt nachschaue, was kriege ich für eine Prämie auf eine Option, die jetzt 1,5 Dollar vom aktuellen Preis entfernt ist, also ungefähr auf 21. Dann wissen wir auch, was wir in so einem Fall hier bekommen würden, wenn wir hier unten sind. Und das schauen wir uns auch einmal an. So, da gehen wir aber mal, gehen wir durchaus mal in den Juli rein, sagen wir mal. Nehmen wir mal den 21. Juli, Entschuldigung, den 10. Juli, also gut einen Monat. Da sehen Sie, bekommen Sie auf eine Call-Option auf 21 immerhin noch 50 Cent. Und das heißt, wir haben wieder eine Prämieneinnahme von 50 Cent. Würde dann bedeuten, egal ob es jetzt über 21 oder über den Wert steigt oder nicht, wir könnten unseren Preis wieder und 50 Cent bis zum Juli nach unten verschieben, um Break-Even zu kommen. Und somit haben Sie die eine Position, wo Sie etwas ins Minus gegangen sind, immer wieder verbilligt durch diese weiteren Prämieneinnahmen. Und wenn man das, wie gesagt, nicht überdimensioniert, das heißt die Position nicht so groß wählt, dass man das auch über eine gewisse Laufzeit machen kann. Wir haben die größten Drawdowns mal überprüft über die letzten 5 Jahre. Da gab es wöchentlich, ja, größte Drawdown, glaube ich, war 2009 oder so etwas mit 24%. Selbst in dem Fall kommen Sie nach 4, 5 Monaten aus dieser Position wieder mit einem Gewinn raus. Oder man nimmt halt den Verlust in Kauf. Aber wie machen es auch größere Fonds? Das heißt, da gibt es immer ein Handelsbuch und ein Tradingbuch. Das heißt, was jetzt ein Tradingbuch kurzfristig nicht, sage ich mal, gleich vom Erfolg versprochen oder vom Erfolg gekrönt ist, kommt dann einfach in die zweite Rubrik, wird längerfristig gemanagt. Und das Schöne ist, ja, im Gegensatz zu Aktien wissen wir, dass bei Rohstoffen hier auch ein Wert da ist, der in irgendeiner Form wieder zurückkommt. Und wenn man, wie erwähnt, das Kapital nicht zu groß wählt, müssen Sie ja immer bedenken, Sie machen das ganze Spiel, was wir jetzt hier mal für ein Beispiel durchgeführt haben, dann auf anderen Titeln weiter. Das heißt, es ist ja nur ein ganz geringer Teil Ihres Kapitals hier gebundene. Und wir können jetzt auch hergehen und nimmt dann wieder eine neue Position auf den United States Oil Fund, wo man das Ganze dann in dem Fall wieder von neuem beginnt. Wichtig halt, wie gesagt, nur darauf zu achten, dass man jetzt hier nicht Woche für Woche die Aktienposition vergrößert. Und da spreche ich darüber, über die Ausführung des Short Puts. Das ist so eine kleine ja, ein kleiner Bereich, wo man aufpassen muss. Wenn Sie am Freitag in den letzten Stunde sehen, dass Sie zu einer Ausführung kommen des Short Puts, würde bei unserem Beispiel bedeuten, wir sehen, dass wir nächsten Freitag unter 19,50 liegen. Dann machen Sie das Ganze wie folgt.
Sie verkaufen einfach die Aktie zu dem Schlusskurs, sprich die Aktie schließt bei 19,30, gehen Sie in die Short-Position zu 19,30 ein, dann haben Sie auch kein Gap-Risiko, egal wo United States Öl Fund am Montag eröffnet. Diese Short-Aktien, die Sie Freitag in der letzten Stunde eröffnet haben, werden dann einfach mit der Ausführung verrechnet und es bleibt einfach Ihre ursprüngliche Position bestehen. Das macht natürlich in dem Sinne nur etwas mehr Arbeit. Hier muss man wirklich mit einer Excel-Tabelle genau schauen, was sind meine Einstiegskurse, was sind meine Prämieneinnahmen, weil nur anhand jetzt des Kurses der Aktie oder der Option, das jetzt im TradeStation oder bei Ihrer Plattform nachzuvollziehen, wird in dem Sinne schwieriger, weil hier muss man immer die Prämieneinnahmen mit einberechnen. Und ob Sie da jetzt dieses Excel-Tool nehmen, was ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, oder ob wir Ihnen da vielleicht auch noch einmal ein spezielles Excel zur Verfügung stellen, wo man jetzt nur diese fünf Bereiche oder diese ETFs, die sich dafür eignen, mit den Werten einträgt. Das müssen wir dann vielleicht in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen einmal entscheiden. Ich denke, da ist es wirklich wichtig, dass man das dementsprechend gut dokumentiert, dass man auch eine gewisse Sicherheit hat in der Handhabung. Also es spricht auch jetzt nichts dagegen, dass Sie das vielleicht mal 2, 3 Wochen hier simuliert ausprobieren, wobei im simulierten Handel die Ausübung leider nicht exakt ist. Da kommt es, glaube ich, nicht zur Ausübung. Aber dass Sie einfach mal den Verlauf des Handling für sich jetzt überprüfen, dann auch die Werte schon im Excel notieren. Aber per Saldo wird das etwas sein, was Ihnen jetzt keine riesen Performance pro Woche oder auch pro Jahr bringt. Aber mit den größten Throwdowns haben wir es ausgerechnet, sollte das Ganze im Jahr zwischen, das sind ja alles dann nur mal Schätzungen, auch mit einem Risikoabschlag, den wir mit einkalkuliert haben, zwischen 9 und 16% aufs eingesetzte Kapital liegen. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das sind, wie gesagt, auch konservative Schätzungen. Nicht, dass Sie jetzt denken, da ist nicht nur etwas sogar mehr möglich. Das ist in dem Bereich eine einfache Form, wirklich eine solide Performance übers Jahr auf das eingesetzte Kapital zu generieren. Und da ist es schlussendlich, sage ich mal, ausschlaggebend, dass man da in einer gewissen Weise auch ja, von der Handhabung sicher ist und genau weiß, was muss man in welcher Form tun. Und hatte das schon mal angemerkt, ich glaube, im August werden wir auch nochmal eine Schulung im Trader Hotel durchführen. Da werde ich Ihnen natürlich auch ganz klar nochmal einen Fahrplan hier mitgeben, weil da ist es schlussendlich egal, welche Situation eintritt. Wir wissen, welche Bereiche im Vorfeld auftreten können, auch bei stärkeren Verlustsituationen. Und das ist ja dann immer das Risiko, dass man da Fehlentscheidungen trifft. Wenn man jetzt vor eine Situation gestellt ist, die in der Form vielleicht in den letzten Wochen oder Monaten noch nicht aufgetreten ist. Und in genau diesen Bereichen muss man dann, sage ich mal, ein Handbuch haben, wo man weiß, was ist in welchem Fall zu tun. Und wenn das im Vorfeld alles schon abgeklärt ist, dann ist die Gefahr, dass Sie dann eine falsche Entscheidung treffen, in dem Bereich dann auch sehr, sehr gering. Und ähnlich wie ich es jetzt auf dem United States Oil Fund erklärt habe, ist die Vorgehensweise schlussendlich beim Silber. Dort kann man das gleiche Szenario durchgehen. Und auch beim United States Gas Fund ist es auch hier die ähnliche Vorgehensweise. Was beim United States Oil Fund noch ganz interessant ist, dass, wie gesagt, man auch schon vom Donnerstag zum Freitag, also wir werden sehen, wenn wir jetzt 1 Dollar als Prämie für den Straddle haben, dass die morgen, wenn es jetzt keine größeren Bewegungen, vielleicht 3, 4% bis morgen zum Schlusshandel geben wird, dass die morgen tendenziell nur noch 90 Cent oder vielleicht auch 88 Cent wert ist. Und das kann man natürlich auch in einem Eintagesrhythmus nutzen, dass man sagt, ja, das sind auch 7, 8% auf das Premium, was ich als Credit bekomme, die nehme ich doch gleich mit. Und man hat auch die Möglichkeit, da wir auf beiden Seiten sind, dann auch einfach mal herzugehen und nur die Put-Seite zu realisieren, wenn das dementsprechend im Gewinn ist. Also da hat man wirklich Möglichkeiten, dann auch später noch Feinjustierungen zu machen. Und das werden wir auch alles in so einem kleinen Handelsbuch für Sie festhalten, dass Sie da auch wissen, was in welcher Situation zu tun ist. Ja, das soweit mal für den Moment. Hab das Ganze auch für Sie aufgezeigt.